Hallo bei Phil's Philosophy. Wie können wir Sinn in unserem Leben finden? Viktor Frankl zeigt uns drei Möglichkeiten. Viktor Frankl war Neurologe und Psychiater in Kliniken in Wien. Er entwickelte eine Psychotherapie, die vor allem darauf setzt, dass die Patientinnen einen Sinn im Hier und Jetzt ihres Lebens entdecken. Er nennt das Logotherapie und sagt, Logos bedeutet hier Sinn. Frankl wurde als Jude 1942 mit seiner Frau Tilly Grosser zur Abtreibung ihres Kindes gezwungen. Er wurde ins KZ deportiert, wo seine Frau, sein Bruder und seine Eltern starben. Frankl überlebte als Einziger und kehrte 1945 nach Wien zurück, wo er als Neurologe und Psychiater weiter arbeitete. Er entwickelte die Logotherapie weiter, auch genannt Existenzanalyse. Veröffentlichte Bücher dazu, wurde in der ganzen Welt berühmt und man kann auch heute Logotherapeutin werden in einer Ausbildung. Unsere erste Frage lautet, was heißt hier überhaupt Sinn, Logos, inwiefern therapiert das vielleicht Menschen? Frankl schreibt dazu, der Sinn des Lebens kann nicht erfunden, sondern er muss entdeckt werden von uns. Er spricht davon, es geht um Sinnfahndung. Dabei ist der Sinn ein konkreter. Er bezieht sich sowohl auf die Einzigartigkeit von mir selbst als Patienten zum Beispiel, als auch auf die Einmaligkeit meiner jeweiligen Situation. Es wird jeweils gefahndet nach dem Sinn, dessen Erfüllung jedem Einzelnen abverlangt und vorbehalten ist. Das heißt, es geht hier nicht um die Klärung des Sinns des Lebens, sondern es geht darum, was ist mein persönlicher Sinn in dieser konkreten Situation? So oder so bietet jede Situation die Chance einer Wertverwirklichung. Hier kommt ein neuer Begriff ins Spiel. Der Mensch trägt Verantwortung gegenüber Werten. Wie können wir Sinn in unserem Leben finden? Fassen wir zusammen. Bisher, Frankl möchte, dass wir fragen, welche Werte kann oder soll speziell ich in speziell dieser Situation hier und jetzt verwirklichen. Wir fragen weiter, woran denkt Frankl hier? Welchen Sinn oder welche Werte kann ich denn hier und jetzt entdecken? Jetzt kommen drei Antworten, was für Werte es hier geht. Aber der Wertbegriff wird dadurch noch nicht ganz geklärt. Das müsste man noch zusätzlich machen. Der erste Wertbegriff sind die schöpferischen Werte. Die verwirklichen wir durch Aktivität, zum Beispiel im Beruf oder in der Familie. Wie oft geschieht es nicht, sagt Frankl als Arzt, dass einer unserer Patienten uns vorhält, sein Leben hätte keinen Sinn, da seine Tätigkeit ohne höheren Wert sei. Ihn müssen wir vor allem darauf hinweisen, dass es letztlich gleichgültig ist, wo ein Mensch im Berufsleben steht, was er arbeitet. Es kommt vielmehr lediglich darauf an, wie er arbeitet, ob er den Platz, auf den er nun einmal gestellt ist, tatsächlich auch ausfüllt. Wichtig ist also nicht, wie groß sein Aktionsradius ist, wichtig ist allein, ob er seinen Aufgabenkreis erfüllt. Wer die konkreten Aufgaben, die ihm zum Beispiel im Beruf oder von der Familie gestellt werden, wirklich erfüllt hat, der ist trotz seines kleinen Lebens größer und höher stehend, sagt Frankl, als etwa ein großer oder vermeintlich großer Staatsmann, in dessen Hand es liegt, mit einem Federstrich über das Schicksal von Millionen zu entscheiden, der aber seine Entscheidungen gewissenlos trifft. Fassen wir zusammen hier und jetzt, wo ich bin, zusammen mit diesen Menschen, die hier um mich herum sind, mit denen ich zu tun habe, fülle ich meinen Platz verlässlich, gut oder kreativ aus. Das bedeutet, ich verwirkliche schöpferische Werte. Und die zu entdecken, darauf kommt es an. Zweiter Wertbegriff sind die sogenannten Erlebniswerte. Das sind Werte, die wir dadurch verwirklichen, dass wir uns öffnen und erfahren, also rezeptiv und offen werden. Fragen wir einen Menschen, der auf einer Hochtour, gemeint ist also eine Bergtour, begriffen ist, der das Alpenglühen erlebt und von der ganzen Herrlichkeit der Natur so ergriffen ist, dass es ihm einfach kalt über den Rücken läuft. Fragen wir doch einmal ihn, ob nach
solchem Erleben sein Leben noch jemals gänzlich sinnlos werden kann. Ein weiteres Beispiel, jemand, der da in der Straßenbahn sitzt und Zeuge eines prächtigen Sonnenuntergangs wird oder den Duft eben in Blüte stehender Akazien wahrnimmt und der sich, angenommen, diesem möglichen Naturerleben nicht hingibt, sondern in seiner Zeitung weiterliest zum Beispiel. Er wäre in einem solchen Augenblick irgendwie pflichtvergessen zu nennen, so Frankl über die Erlebniswerte. Hier und jetzt, wo ich bin, öffne ich mich für die Tiefe und für die Schönheit der Welt und des Lebens, für das Wunderbare des Menschen, speziell auch in Musik und Kunst, das sind auch Beispiele von Frankl, ich verwirkliche damit Erlebniswerte. Und die dritte Wertkategorie sind die Einstellungswerte. Die können wir nur durch unsere Haltung verwirklichen, weil unser Handeln, Aktivität und Erleben auf ein Minimum zurückgeführt werden im Leiden und in der Not. Das Leiden, die Not gehört zum Leben dazu, wie auch das Schicksal und der Tod. Das Wesen eines Einstellungswertes liegt darin, wie ein Mensch sich in das Unabänderliche fügt. Das hat Frankl vor allen Dingen als Arzt sehr, sehr oft erlebt, aber natürlich auch in seinen 3 Jahren im Konzentrationslager. Angesichts eines unabänderlichen Schicksals, Frankl gibt immer wieder Beispiele von Sterbenden, kann der Mensch eine ganz eigene Fähigkeit entwickeln und Frankl zögert nicht, er scheut sich nicht, das die Fähigkeit zu leiden zu nennen. Die Leidensfähigkeit ist letztlich nichts anderes als die Fähigkeit, das zu verwirklichen, was wir als Einstellungswerte bezeichnen. Und jetzt wird nochmal wiederholt die ersten 2 Wertkategorien, um das gegeneinander abzusetzen. Nicht nur das der Arbeitsfähigkeit entsprechende Schaffen kann nämlich dem Dasein Sinn geben. Wir sprechen dann von der Verwirklichung schöpferischer Werte, also Beruf, Familie und so weiter. Und nicht nur das der Genussfähigkeit entsprechende Erleben, Begegnen und Lieben, sagt Frankl hier, kann das Leben sinnvoll machen. Wir sprechen dann von Erlebniswerten, sondern eben auch das Leiden. Das überrascht uns. Aber wenn wir Frankl kennen, dann überrascht es uns nicht. Denn wie der Mensch sich zu einem unabänderlichen Schicksal einstellt, darauf kommt es hier an. Es geht um Haltungen wie zum Beispiel Tapferkeit im Leiden, Würde, auch noch im Untergang und im Scheitern. Frankl berichtet von Sterbenden, die schmerzhaft Abschied vom Arbeiten, also von ihrer Berufstätigkeit nehmen müssen und auch von ihrem Erleben, weil ihre Existenz so eingeschränkt ist und die dann ihrem Leben dadurch einen letzten Sinn geben können, dass sie anderen helfen zum Beispiel oder auch für andere in ihren letzten Tagen oder Stunden sogar Vorbild werden. Fassen wir das zusammen, gewissermaßen bis zum letzten Atemzug bin ich frei dazu, jene Werte zu verwirklichen und jenen Sinn zu finden, die oder der hier und jetzt, wo ich bin, entdeckt werden kann. Selbst wenn ich nichts mehr verändern kann an meinem Schicksal, bleibt mir die Möglichkeit, selbst über meine Haltung zu bestimmen. Es bleibt also diese Freiheit. Ich verwirkliche dadurch Einstellungswerte. Kommen wir zur Take-Home-Message. Was könnte uns Viktor Frankl raten? Vielleicht dieses: Ob ihr euer Leben sinnvoll findet, das hängt auch von euch selbst ab. Nicht deshalb, weil ihr den Sinn einfach erfinden könnt, sondern weil ihr einen Sinn entdecken könnt. Seid verantwortlich gegenüber den Werten, die hier und jetzt und nur von euch verwirklicht werden können und vielleicht auch verwirklicht werden sollen. Zum ersten Wertekategorie fragt euch, was das hier und jetzt an Tätigkeit von euch verlangt. Das ist das, was wir im Alltag ständig machen können. Eure Aufgaben, eure Versprechen, die ihr gegeben habt, eure Möglichkeiten, die ihr seht und vielleicht nicht genügend ergreift. Wie könnt ihr in all dem schöpferische Werte verwirklichen? Dann zu dem zweiten fragt euch, was das hier und jetzt an Erleben und Erfahren und vielleicht auch an bewunderndem Genießen von euch verlangt. Die Schönheit, das Wunderbare, wie könnt ihr Erlebniswerte verwirklichen?
Und schließlich fragt euch, was das Hier und Jetzt von euch verlangt, im Leiden, in der Not, im Scheitern und im Sterben. Welche Haltung könnt ihr einnehmen? Wie könntet ihr noch Vorbild sein? Hier geht es um Einstellungswerte. Wenn ihr mich nun fragt, wie ich zu dieser Position stehe, ich finde, den besonderen Wert erkennt man in der Erfahrungsgesättigtheit dieser Worte. Man merkt den Arzt, man merkt auch den Menschen, der wirklich gelitten hat. Wichtig ist, dass wir es immer in unser eigenes Leben übersetzen und nicht einfach bei den Beispielen von Frankl hängen bleiben. Schließlich, der Begriff des Wertes verweist hier auf eine metaphysische Weltsicht, die in diesem Video nicht genügend geklärt ist. Die müssen wir uns nochmal vornehmen. Das bedeutet, nicht ich lege die Werte in die Welt, sondern die Werte sind dort schon und müssen von mir entdeckt werden. Das ist also eine Besonderheit dieser Art von Therapie. Wie können wir Sinn in unserem Leben finden? Ich habe euch einige Aspekte Viktor Frankls Theorie vorgeführt. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.